Entschuldigung, spreche ich die verbrauchte Verkäuferin mit der hippen Netzstrumpfhose an? Entschuldigung, ich suche eine heile Jeans. Eine was? Sie wissen schon, eine Jeans. Ohne Löcher. Es tut mir leid, aber so etwas absurd Praktisches haben wir hier nicht. Ihre Fake Lashes beben irritiert. Ich könnte Ihnen aber eine Jeggings anbieten. Eine Jeggings. Ja, das ist eine Mischung aus Jeans und Leggings. Aha. Und die kann man dann wohl auch nur unter einem Kleid oder einem Rock tragen, nehme ich an. Nein, einen Skirt brauchen Sie dafür nicht. Solange Ihre Unterhose schön ist, denn die sieht man dann natürlich durch. Natürlich. Alternativ könnten Sie aber auch ein Fünferpack unserer Sonderangebotstangas erwerben. Das ist eine Mischung aus Tyrannei und Angelhaken. Und Sie müssen sich nicht einmal Sorgen machen, dass Ihre Unterhose Ihren Po nicht bedecken könnte, denn tut sie nicht. Haben Sie denn alternativ auch eine Unterhose, die den Po bedeckt? Eine was? Sie wissen schon, eine ganz normale Unterhose mit Stoff. Es tut mir leid, aber so etwas Belangloses haben wir hier nicht. Ich könnte Ihnen höchstens ein Body anbieten. Das ist wie eine Unterhose, aber für den ganzen Körper. Also quasi ein Badeanzug. Ja, genau, bis auf das Baden. Also schwimmen können Sie. Gegen den Mainstream. Gegen den was? Ja, flussaufwärts, Sie Schnäppchenkapitänen. Stellen Sie Ihre Kompassnadeln auf Sparen, Ahoi und auf Lebensfreude. Cool. Aber was mache ich dann mit so einem Buddy, wenn ich auf Toilette gehen möchte? Ja, dann ziehen Sie den natürlich aus. Alles andere wäre ja albern. Aber ist das nicht mega umständlich? Also ihn anzulassen wäre vermutlich umständlicher. Ich habe das Gefühl, ihn gar nicht zu kaufen, wäre am unumständlichsten. Ja, aber wie soll man denn da noch Ihre Nippel sehen? Hä? Na, unser Body wäre aus Spitze, da kann man wunderbar Ihre Nippel durchsehen. Und das für einen Aufpreis von nur 64,39 Euro. Ein Aufpreis. Dafür, dass andere Menschen meine Nippel sehen können, funktioniert das nicht eigentlich andersrum? Ja, aber das ist Mode. Und seit wann ist Mode Jeggings, frage ich die 20 Jahre ältere Frau. Seit Hinterteile das Interesse daran verloren haben, bedeckt zu werden. Ja, bei meiner nicht. Ja, aber das ist doch egal. Ein Hintern muss sich doch nicht über die Frau definieren, an der er hängt. Außerdem ist unsere Jeggings auch sehr stretchy und slim. Das machen die 90% Polyester in den 50% Jeans. Also wollen Sie mir sagen, dass nicht einmal die 50% Jeans einer Jeggings tatsächlich aus Jeans bestehen? Ja, aber dafür ist Ihre Jeggings ja auch sehr fancy und fesch. Das machen die fehlenden Hosentaschen. Die fehlenden Hosentaschen. Also wollen Sie mir sagen, dass selbst die 10% Jeans einer Jeggings nicht einmal Hosentaschen haben? Dann geben Sie mir gleich Ihre 80% Jeans mit den 20% Loch. Hilfsbereit führt sie mich zum nächsten Exemplar. Stonewashed steht dort. Auf Steinen gewaschen, übersetzt sie freundlich, denn jemand, der das Wort Jeggings nicht kennt, kann unmöglich der englischen Sprache mächtig sein. Stonewashed heißt, dass auch an den Stellen des Jeansstoffes, an denen jetzt noch alles normal erscheint, in weniger als 2 Tagen authentische Löcher entstehen werden. Für einen Aufpreis von nur 9,94 Euro. Hören Sie, ich suche eine ganz normale Jeans. Eine Jeans, durch die im Winter kein Wind zieht und bei der ich mit beim Anziehen mit dem Fuß genau da rauskomme, wo ich das erwarte. Nennen Sie mich konservativ. Es tut mir sehr leid, lügt sie. Aber heile Kleidung haben wir nur in der Sportabteilung für Männer. So ohne Hüfte könnte ich Ihnen höchstens einen neuen Schlurf unserer Jogginghosen anbieten. Oder eine Triller. Das ist eine Mischung aus Tracking und ich will doch einfach nur eine Jeans. Eine Jeggings, eine Jeans, eine Jeggings, eine Jeans, eine Jeans auf Rostock. Entschuldigung, haben Sie auch eine Jan-Zughose? Fragt ein Mann mit nur einem Dutt. Was zum Fick? Ist eine Jan-Zughose. In einem Akt innerer Ruhepolfindung zünde ich die Fake Lashes der Verkäuferin an. Sie ist sehr aufgebracht. Oder auch not amused. Ja, das ist eine Mischung aus not und ich unterbreche sie, indem ich ihr ein schönes Leben wünsche. Und ja, das ist eine Mischung aus tschüss. Und Sie können mich mal.